Nachdem ich gezeigt habe, dass ja nicht jedes Quadrat, das wie ein Quadrat aussieht, auch im interaktiven Sinne eins ist, möchte ich nun zeigen, wie ich das konstruieren kann. Wichtig ist, ich nenne den Begriff konstruieren, denn ich zeichne es nicht, sondern ich muss ja genau festlegen, wie die einzelnen Punkte zueinander liegen. Jetzt könnte ich ja zum Beispiel mit Hilfe des Koordinatensystems mir ganz schnell ein Quadrat zeichnen, indem ich etwa hier die Kästchen nutze. Schon habe ich ein Quadrat gezeichnet. Aber auch wenn es wirklich genau gezeichnet worden ist, hier habe ich wieder ein Quadrat, bei dem die Punkte alle freie Objekte sind. Das heißt, sie sind unabhängig von irgendwelchen anderen Objekten. Abhängig ist nur das Vieleck. Es hängt nämlich, wie hier in der Definition zu sehen ist, von den Punkten A, B, C und D ab. Das heißt, das Vieleck verändert sich mit den Punkten mit, aber nicht so, dass ich eben immer ein Quadrat habe. Dazu muss ich dafür sorgen, dass zum Beispiel zwei Punkte beweglich sind und die Punkte C und D so mit verändert werden, dass sie mit A und B ein Quadrat bilden. Mich stören hier diese Linien und auch das Koordinatensystem in dieser Zeichnung jetzt eher, deshalb mache ich sie unsichtbar und schließe die Gestaltungsleiste. Die Punkte C und D sind so falsch, sie müssen sich ja mit A und B mitverändern, deshalb lösche ich sie auch. So. Ein Quadrat zeichnet sich durch bestimmte Eigenschaften aus. Und genau diese Eigenschaften muss ich verwenden, um dieses interaktive Quadrat zu konstruieren. Denn nur wenn ich sie beachte, ist dann auch mein Quadrat eben interaktiv. Die typischen Eigenschaften sind ja, dass alle Seiten gleich lang sind und dass ich einen rechten Winkel habe. Einen rechten Winkel kann ich mir zum Beispiel einzeichnen, indem ich eine senkrechte Gerade einzeichne. Wähle einen Punkt und eine senkrechte Gerade, heißt die Anleitung. Und wichtig ist, beim Zeichnen müssen wir jetzt darauf achten, dass wir genau festlegen, welcher Punkt derjenige ist, durch den diese senkrechte Gerade verläuft und durch welche Gerade oder zu welcher Gerade meine neue senkrechte Gerade senkrecht sein soll. Beziehungsweise anstatt gerade verwende ich hier eben eine Strecke. Sie soll durch den Punkt A gehen und senkrecht zu dieser Strecke A liegen. Um sicherzugehen, dass ich es richtig gezeichnet habe, bewege ich meinen Punkt B bzw. den Punkt A und es ist immer so, dass die Gerade senkrecht zu der ersten Seite des Quadrates, also dieser Strecke A ist. Und durch den Punkt A geht. Das gleiche mache ich auch noch hier mit einer zweiten Senkrechten. Als nächstes muss ich festlegen, wo eines der Punkte, zum Beispiel C oder D, liegt. Er muss irgendwo auf dieser Geraden hier drauf liegen. Achtung, man darf nicht den Fehler machen und sagen, ich zeichne den Punkt irgendwo auf dieser Geraden drauf. Was ich hier gezeichnet habe, ist ein sogenannter Gleiter. Ich kann den Punkt C auf der Geraden bewegen und er wird auch mitbewegt. Allerdings ist es hier eher zufälligerweise so, dass C sich mitbewegt. Damit ich wirklich die richtige Position für diesen Punkt hier habe, muss ich ihn konstruieren, nämlich so, dass er auf dieser Geraden drauf liegt, aber von A den Abstand hat, den A zu B hat. Und bei Abständen messen verwenden wir in einem interaktiven Geometrieprogramm immer einen Kreis. Denn jeder Punkt auf der Kreislinie hat ja den gleichen Abstand zum Mittelpunkt. Und deshalb nutze ich diese Eigenschaft, indem ich einen Kreis zeichne, der den Mittelpunkt A und durch den Punkt B geht.
wieder Konstruktion überprüfen. Und dann kann ich den Schnittpunkt hier bestimmen zwischen dem Kreis und dieser Geraden. Und so habe ich einen Punkt, der von A gleich weit entfernt ist wie B von A. Und ich habe hier einen rechten Winkel. Als nächstes verstecke ich einige Hilfsobjekte, die ich nicht mehr brauche, nämlich den Kreis und diese Gerade. Was ich jetzt machen könnte, ist, dass ich zum Beispiel hier schon die Strecke einzeichne, denn das ist ebenfalls eine Seite von meinem Quadrat. Die gleiche Konstruktion kann ich jetzt entweder nochmal hier von B aus machen mit einem Kreis oder ich könnte auch von C aus eine senkrechte Gerade zu dieser Seite einzeichnen und dann hier den Schnittpunkt bestimmen. Wiederum verstecke ich meine Hilfslinien, diese Geraden, und zeichne die restlichen Linien ein. Ja, und mit dieser Konstruktion habe ich jetzt ein Quadrat, das eben immer ein Quadrat bleibt, egal wohin ich die bestimmenden Ausgangspunkte bewege. Ein deutliches Zeichen dafür, dass etwas eben nicht zufälligerweise nur eine Form hat, ist, dass diese Punkte hier, diese freien Punkte eben die anderen bestimmen oder umgekehrt, dass ich hier Objekte habe, die von A und B abhängen. Alles das sind abhängige Objekte, deren Position festgelegt ist durch die freien Objekte A und B. Natürlich kann es passieren, dass man sie so zeichnet, dass sie von A und B abhängig sind, aber falsch. Das ist natürlich dann eine Frage eben der richtigen Vorgehensweise. Wie ich ja schon in dem anderen Film gezeigt habe, kann ich auch Parallelogramm konstruieren, das eben zufälligerweise bei entsprechender Lage der drei bestimmenden Punkte auch wie ein Quadrat aussieht. Wichtig aber ist immer zu probieren und wichtig beim Zeichnen darauf achten, dass man auch wirklich die Punkte verwendet, die genau festlegen, welche oder wie mein neues Objekt liegen soll und nicht irgendwo anders hinzeichnen, um dann etwas zurechtzuziehen, sodass es dann vielleicht richtig aussieht. Interaktivität probieren ist der wichtigste Tipp auf dem Weg zur richtigen Konstruktion.